dachte, es wird immer mehr. 90 von 16. 100 von 16. Alter. Haben die denn am Sonntag alle nichts Besseres zu tun, als Build Battle zu spielen? Wir haben auch nichts Besseres zu tun. Ich muss meine Melonen verdienen, weißt du? Aber die hier machen das nur aus Spaß, das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist scheiße, Mann. Voltri schlägt dich schon. Hör auf, mich zu schlagen, Mann. Mann, geh doch mal weg. Was, wer stellt sich denn hier jetzt mit seiner Fresse immer davor, dass ich nicht drücken kann? Mann. Wieder auf den letzten Drücker. Auf den letzten Drücker. Ohne Druck, bitte. Mann. Also spätestens beim Date, wenn das uns sonst so kommt, kannst du eigentlich schon nach Hause gehen. Mann, Menderes ist König, ja, hurra. Ja. Da! Hä? Da stand eben 0 von 16. Die Red Matter Produktion läuft. Quatsch, da nicht. Life is Strange, ja. Das wäre sowas, das müsste man mal ausprobieren, Glenwan. Deine Meinung zu Life is Strange? Das Spiel ist an mir vorbeigegangen, ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß auch nicht mal das Genre von dem Spiel. Das kann ich dir auch nicht sagen, aber das ist ist das ein Adventure oder sowas? Ist es sehr schwer zu sagen. Ich glaube, das ist eine Art Telltale-Adventure, nee. Aber mit deutlich mehr Kontrolle. Es ist halt nur erzähllastisch. Nur du bist eine Schülerin, glaube ich, in der Schule und ständig passiert irgendwas. Und du kriegst ziemlich früh die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen und versuchen, die Ereignisse zu verhindern oder zu ändern. Das ist so wie Butterfly-Effekt. Da passieren dann ständig wieder neue Sachen, dadurch, dass du andere verhindert hast. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Jetzt klick schon. Und du bist ein ganz schönes Arschloch, wenn du so hässlich in dein dummes Mikrofon gehst, du Pisser. Verstehst du? Verstehst du? Versteh mal. Guck mal, er klickt auch wie ein Wahnsinniger drauf. Der ist alleine. Ich bin hier mit 5 Zuschauern. In Zahlen 5. Das ist das schlechteste Build-Battle ever. Ah, jetzt. Mini 18V. Herr N ist da. Kerlin ist da. Minitu ist da. Ich bin nicht da. Voltri ist nicht da. Okay, was soll's. Wir müssen jetzt, sonst kommen wir gar nicht mehr rein. So, Glenwan, es tut mir leid, dass du nicht da bist. Thema Tetris. Ach du lieber Himmel. Das Thema ist Tetris, das gibt's doch gar nicht. Welche Farbe haben die Tetris-Blöcke? Gelb, Rot, Orange, Grün? Was gibt's da zu lachen, Glenwan? Hör auf zu lachen, du Hässlicher. Hässliches Kind, mit Voltri. Ja, und was sagt er so? What's Langsam Tetris, erkennt man dein System, hm? Hier fragt einer, what's Tetris? Jetzt ernsthaft? Ja, hat einer im Chat geschrieben. What's Tetris? What's Tetris? I don't know, sagt noch ein anderer. Die kennen das nicht. Die wissen nicht, was das ist. Jetzt wird's aber kritisch, Mann. Das kann ja nicht sein. Alter, ich baue das episch hier. Das wird richtig gut, glaube ich. Erzähl mal, was hat der Voltri so zu sagen? Das interessiert mich jetzt mal. Wenn ihr da die ganze Zeit chattet. Wir reden über meine Vanilla-Folge. Wie jetzt? Was soll das denn? Ihr könnt über meine Vanilla-Folge reden, nicht über Glenwans. Was ist hier los? Der Glenwan tippt doch da wieder irgendwas ganz Gemeines. Ja, wir lästern über dich. Und warum? Was habe ich euch eigentlich getan? Deine Videos sind minderer Qualität. Das ist nicht nur eine Verleumdung, sondern sogar eine Lüge. Das ist nicht fair. Was ist schon fair in dieser Welt? Voltris Kopf fällt schon hinten rüber. Voltris Kopf fällt hinten über? Was soll das heißen? Ja, der guckt so langsam nach oben. Oh, das ist voll langweilig. Ah, das T-Stück. Ich habe das T-Stück die ganze Zeit vergessen. Es gibt ein T-Stück. Ach ja, aber mit, ja, mit einem. Ja, ja. So wie ein Erdpenis in Minecraft. Ein Erdpenis? Was redest du?
Kennst du das nicht? Ja, aber Erdpenisse sehen auch anders aus. Ach, die haben zwei, ne? Also, nach oben. Glenwan, das ist ein T, bestehend aus vier Blöcken. Das kann ja nicht so komplex zu erfassen sein. Das ist doch ganz simpel, oder? Der macht das. Ja, mach ich doch. Du bist der Schlosser. Ich bin doch schon dabei. Was hat das damit zu tun? Du kennst dich mit Winkeln und so wahrscheinlich besser aus als ich. Das mag gut sein, aber es ist einfach nur ein T. Ein T sollte dir ja auch geläufig sein, meinst du nicht? Nein. Nicht? Nein. Na ja, gut. Ein T hat ja nichts mit Form zu tun, sondern mehr so mit Alphabeten und Verstehen der Sprache und sowas, nicht wahr? Mhm. Mhm. Aha. Du bist ein Sackgesicht. Ja und? Nur weil ich dir ein Foto und ein Selfie geschickt habe, wo ich eine Tüte im Kopf habe. Das war eine Tüte? Ja, Aldi. Ach. Aldi dachte, Nord. Ich dachte, du bist so ein Aldi-Bruder. Ja. Mit richtig dicken Melonen. Manu. Nein, die Melonen gab es in der Klinik daneben. I'm so guessing right now. Es gibt wirklich viele, die nicht wissen, was Tetris ist. Die müssen alle raten, was das ist. Ja. Da kann es ja nichts werden. Wie kann denn sowas sein? Wie passiert denn sowas? Weil ich gebe mir gerade voll Mühe, das so zu bauen, dass die Reihen nicht gelöst werden. Weißt du, sonst müssten sie ja verschwinden. Hm. Dass überall ein Loch drin ist. Ich glaube, ich mache das richtig gut. Endlich machst du mal was gut und ich bin nicht dabei. Das ist wirklich gut. Ich bin da ziemlich stolz drauf, Mann. Das funktioniert richtig gut. Ich bin die ganze Zeit am Bauen. Es wird immer geiler. Das ist lustig. Ich wollte ihn so beobachten, wie er sich vor Langeweile die ganze Zeit umguckt. Das ist so traurig, Mann. Das tut mir so leid. Jetzt vergesse ich die ganze Zeit die L-Stücken. Das ist doch nicht wahr. Vergiss nicht die langen Vierer. Ja, die habe ich immer gefreut, dass wenn du so richtig was vorbereitet hast, dass du nur noch so einen Vierer ja, da reinbratzen musstest. Und dann hat es auch immer so ein Geräusch gemacht, wenn du vier Reihen auf einmal weggemacht hast. Genau. Weil es das Maximum war, was es gibt. Gibt. Immer ist. Noch, ja, eigentlich. Ja. So, jetzt muss hier noch ein blauer hin. Es ist scharf, Mann. Ich glaube, ich erreiche gleich das Höhenlimit. Jetzt habe ich das Höhenlimit erreicht. Höher darf ich nicht. Okay, ich hoffe, du hast auch die Originalfarben verwendet. Das weiß ich eben nicht. Also im Original ist es ja schwarz-weiß. Also, ja, aber auf der Packung ist das doch aber schon bunt. Ach so. Ja, aber das weiß ich aber nicht, wie das da aussieht. Weiß ich nicht. Blend mal ganz kurz ein. Ja, siehst du da? Jetzt muss ich die Originalverpackung vom Gameboy-Spiel raussuchen. Na, danke. Bitteschön. Danke auch. So, also hier passen tatsächlich keine weiteren Blöcke hin. Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Das ist cool geworden. Ich bin geil. Und keiner hat's gesehen. Ich will nicht wissen, was für ein Zustand du gerade bist. So, was haben wir denn hier? Hier hat einer einen Kuchen gebaut. Der wusste anscheinend nicht, was Tetris ist. Tetris ist ein Kuchen? Der hat den Minecraft-Kuchen gebaut, warum auch immer. Ich glaube, hier hat einer einen Gameboy gebaut, okay. Es ist aber kein Tetris drauf, also bleibt es nach wie vor Puh. Ja, man kann das aber damit assoziieren, dass der Gameboy ja dem, oder der Tetris ja einen Push durch den Gameboy hatte. Hier hatte einer Ahnung, was Tetris ist. Ist ja auch deins, ne? Da ist sogar ein Block, der runterfällt, aber das ist ein rechter Winkel gewesen. Rechte Winkel gibt's nicht. Nee. Hier hat noch einer Tetris auf einem Taschenrechner, wie es aussieht oder so. Ganz merkwürdig. Sleon hat das sehr gut gemacht. Der hat auch die Vorschau gemacht, welcher Block als nächstes kommt. Aber bei ihm sind die Reihen schon aufgelöst, was nicht sein kann. Leider Gottes. Herr N. hat's auch leider falsch gemacht, aber mit dem Gameboy. Das sieht gut aus. Die Kellyan hat es auch falsch gemacht. Da müsste auch die unterste Reihe aufgelöst werden. Und da fallen zwei Blöcke runter. Ist es trotzdem gut? Wer ist da? Oh. Ah, da hat wieder einer ein Männchen gebaut, der an einem Gameboy sitzt. Und der Gameboy ist doppelt so groß wie das Männchen. Ja, mit Donnerwetter. Und hier hat einer einen riesigen Smiley gebaut. Hätte auch keine Ahnung. Und zwei Penisse. Ach, sind wieder die Penismännchen hier. Minito hat's richtig gemacht. Da ist keine Reihe aufgelöst. Und das ist meins. Oh. Ich würde nicht sagen, meins ist das Beste, aber es ist gut. Es ist definitiv nicht das Schlechteste. Na klar, meins ist das Beste. Ich bin der Pesti, ich bin so geil. I don't know what Tetris is, steht hier auf dem Sign mit einem Villager. Okay.
Und hier hat eine irgendwelche Blöcke genommen und Leitern rangesetzt. Da wusste auch nicht, was es ist. Also es sind mindestens 4 Leute, die nicht wussten, was Tetris ist. Traurig. Und gewonnen hat der mit dem Gameboy, der größer ist als derselbe. Und ich bin 9. Wollt ihr mich verarschen? Ja, du bist richtig gut. In Hochform bist du. Immerhin bist du jetzt nicht mal 11. Hallo, die haben die verdammten Leute, die nicht wussten, was Tetris ist und Kuchen gebaut haben, besser bewertet als ich. Als mich. Bullshit. Das kann er wieder nicht haben. Hallo? Das hättest du mal sehen müssen. Das ist richtige Verarsche. Da hätte ich nicht 9. werden dürfen. Das kann nicht sein. Oh, ich darf nicht Bullshit in den Chat schreiben. Swearing and attempting to circumvent the filter are against the rules. Ich kann einfach nicht bauen und Voltri darf nicht. Also ich kann nicht Bullshit in den Chat schreiben. Wird nicht rausgegeben. Aber ich sehe schon, wenn ich reingehe und ich bin denn der 16. von 16, dann weiß ich, da kommt keiner mehr, ne? Dann ist es schon voll und ja. Dann sind das die Hälfte der Leute dazugekommen und Voltri langweilt sich. Ja, na komm, hoffen wir, dass er noch einmal reinkommt. Ansonsten muss ich eine Voltri-Special-Episode machen mit irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich denn mache. Dann werde ich eine zweite Statue in Bestien stellen. Auf dass er mir doppelt so oft im Weg steht. Bleib immer an dieser Statue hängen, es ist ganz furchtbar. Warum hast du dich auch da hingestellt? Ja, ich dachte, da sind ja 2, 3 Blöcke daneben Platz. Aber du nimmst die Kurve so eng. Und die Statuen sind irgendwie 1,5 Blöcke breit oder so. Du bleibst immer dran hängen und dann laggst du so rum. Das ist ganz schlimm, da braucht viel mehr Platz, als er aussieht. Du bist ein mega Vogel, ich box dich gleich tot. Jetzt geht's los. Yep. Pesti, Herr Enns, Leon, Glenvan. Mehr sind's nicht. Es sind wirklich nicht mehr geworden. Diesmal sind wir nur zu viert. Nein, oh Gott. Das macht doch jeder dasselbe. Ja, natürlich. Deshalb musst du irgendwas bauen, was nicht jeder macht. Nee. Hey, habe ich keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. So, what? What is Pyramid? So, wir bauen jetzt einfach eine. Ist egal. Und vor allem, bau sie nicht zu groß. Bau sie nicht zu groß, Junge. Was willst du von mir? Ich sage nur, bau sie nicht zu groß, Junge. Zu spät, ich hab doch meine Sklaven. Du hast überhaupt keine Sklaven. Sollen wir so Bullshit reden? Kleiner Hans. Vor allem das Ding muss ja symmetrisch sein. Ja, sonst ist es keine Pyramide. Also eigentlich brauchst du nur so. Ein Tetraeder mit quadratischer Grundfläche. 2, 3, 4, 5. Ja, ich fange jetzt auch. So. Ich wollte die nach für nach aufbauen, aber dann ist er ja im Endeffekt. Ich habe mir Hilfslinien gemacht, damit das so einigermaßen symmetrisch ist. Wie gesagt, ich wollte sie nach und nach aufbauen, aber dann wird sie ja solid. Solide. Weißt du, das werden wahrscheinlich. Solid. Ja, genau. Metal Gear Solid. Das werden wahrscheinlich ein bisschen viele Blöcke, wenn ich die wirklich komplett ausgefüllt baue. Aber ich habe schon. Naja, sieht ja keiner. Ich habe schon was vor. Wobei, ja, natürlich. Jetzt kommt bestimmt einer wie. Weißt du noch das Thema Labyrinth, wo einer richtig noch Fallen und so reingebaut hat? Ja, ja. Ich will eigentlich auch ein Interior bauen hier. Also Fallen würden sich natürlich einer Pyramide anbieten. Ja, aber meinst du denn, du kannst deine Pyramide so groß bauen, dass ein Labyrinth und Fallen reinpassen? Hier nicht, nee. Nee, nicht in 5 Minuten. Auch nicht in 5 Jahren. 5 Minuten, Terrine. Das war aber irgendwie nicht die richtige Melodie. Das ist die 5-Minuten-Terrine von Maggi, eine tolle Idee. Ich guck nicht so viel Fernsehen wie du. Ich guck überhaupt gar kein Fernsehen. Glaubst du das? Ich gucke YouTube und Netflix und das war's. Ich guck seit über 10 Jahren kein Fernsehen und ich bin stolz darauf. Alter, sie ist perfekt geworden, ohne dass ich abzählen musste. Friss das, Bitch. Naja, am Ende bist du trotzdem wieder 11. Wir werden sehen. Man könnte auch ein bisschen Exterieur bauen. Bitte tob dich aus. Nein, ich muss auf die Zeit achten. Egal. Die Zeit ist egal, Mann. Ich hab aber eine Idee. Ja, ich auch. Wenn ich die nur umsetzen kann. Ich merke gerade, dass sie nicht symmetrisch ist. Ich kann überhaupt nicht rechnen, ey. Du musst nicht rechnen, du musst nur zählen. Scheiße. Ich glaube, das wird ganz geil, wenn ich das hinkriege. Ja, sie ist halt nicht perfekt. So. Ich erwarte aber Perfektionismus. Das ist mir egal, was du erwartest. Bitte sehr. Nein, nicht bitte sehr.
Eins, zwei, wie viel? Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bam. So. Und jetzt brauche ich das. Dann machen wir mal so. Oh nein, das ist ja schon der äußerste Block. Pisse. So, muss ich so machen. Warte mal. Ja, das ist schon was Geiles. Och komm, jetzt finde ich die Blöcke nicht. Such einfach. So. Search. Ja, hab schon. So, da machen wir ihn hin, da machen wir ihn hin. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Boah, ist das schlecht, ey. So, und jetzt muss ich hier wieder raus. Das wird gut. Das wird gut. So schlecht wie die letzten Male kann ich gar nicht abschließen jetzt. Huch, eine Minute nur noch? Mhm. So. Nee. Nee. So. Ach, was weiß ich denn. So, jetzt brauche ich noch, Ach, noch was komm davon. Schon, wie sieht denn das hier aus mit dem Texture Pack? Wie denn, was denn? Suche? Was suchst du? Bone Meal. Na, dann such doch auf Search Item. Hier, ja. So, machen wir mal so. Ach, Tatsache, es gibt ja eine Suche. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Und du so, und du immer so, ja, ja. Ja, okay, bitte sehr. Dann denke ich, du weißt Bescheid. Aber ich habe nur genug Zeit für eine einzige Palme. Und ich glaube, diese scheiße aussehen. Na? Na? Shit. Das sieht nicht wirklich aus wie eine Palme, aber egal. Ey, du machst das doch jetzt nicht nach. Was denn? Ah, seine ist auch nicht symmetrisch, aber sie hat Eingänge. Der heißt Fahrten. Also Furzen. Oh, jetzt habe ich super Poop gemacht. So schlecht wollte ich es eigentlich gar nicht. Der hat es auch nicht symmetrisch hinbekommen. Was ist aber denn? Warum ist da Liebe? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn daran so schwer? Das ist keine Pyramide. Komm, weil du es sofort getroffen hast, müssen sich jetzt andere wieder rechtfertigen, dass sie es nicht hinbekommen haben. Das ist keine Pyramide. Nee. Das ist Leon. Das sind zwei Pyramiden, immerhin. Donnerwetter. Aber was willst du eigentlich auch sonst machen? Eine gute Pyramide. Aus geh Gold. Geh da rein. Du musst da reingehen. Da sind zwei Betten. Ich habe Sarkophage gebaut. Mensch. Das hat bestimmt kaum einer gesehen. Was ist... Achso, ich finde das cool. Das ist wirklich cool. Und keiner hat meine Särge gesehen. Was ist das? Eine flache Pyramide, aber warum? Finde ich nicht gut. Nein, das ist Poop. Es ist eine Pyramide, das ist nicht super Poop, aber... Wieder nicht so. Ah, da kann man doch auch reingehen. Ja. Hier ist auch was drin. Furnaces und Crafting Table, warum? Ja, vielleicht für die Sklaven zum Steine schmelzen. Also meins hat einen Sinn gemacht, aber... Boah, er hat mehr gemacht als ich. Wie, die ist größer als deine? Jetzt bin ich wirklich gespannt auf deinen. Was ist das? Nee, da ist ja in der Mitte Luft. In der Mitte ist Luft. Ah nein, Poop, jetzt habe ich aus Versehen Poop gemacht. Ah, da ist wieder einer ausgerastet. Und wie jeder mit Oasen und so rumhantiert. Ich dachte, ich wäre kreativ. Herr N. Oh, das ist cool. Mit dem Totkopf. Das finde ich gut. Wo ist der Eingang? Ich habe keinen Eingang. Wie? Ah, du hast ja die Oase da hinten. Aber du hast keinen Eingang und der Baum fliegt. Neunter. Ich bin Achter. Immer wenigstens etwas. Nein. Das hat gewonnen, das ist doch nichts Besonderes. Die ist doch nur groß und sie ist nicht mehr symmetrisch. Ich glaube, es geht um das Exterieur. Ja, scheinbar. Scheinbar geht es um das Exterieur. Also, das war's dann mit dem zweiten Community Build Battle. Mann, und der arme Voltri kommt überhaupt nicht ins Bild. Der Voltri ist die ganze Zeit da gewesen. Und die Server sind so überlastet, dass... Wer ist denn das da an der Seite? Marimar? Wer ist das denn? Wer ist Marimar? Egal. Die Server sind so überlastet und voll, dass der Voltri irgendwie nie in ein Spiel mit reingekommen ist. Und das ist sehr tragisch. Ich konnte es jetzt nicht wirklich ändern. Ich werde mir noch irgendwas überlegen, um es bei Voltri wieder gut zu machen. Das kann ja nicht sein. Der kommt an einem Sonntag um 16 Uhr, kommt er an und will hier mitspielen. Und er kommt nicht in eines der vier Spiele rein.
In einem hat sogar Glamour gefehlt, wie ihr gesehen habt. Gut. Schicksal. Schicksal, ja. Dann kann ich nur noch sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielleicht läuft es dann besser. Tschüss. Tschüss.